Servus YouTube, willkommen bei Star Fox Gaming. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr am Schießstand in den Third-Person-Modus wechseln könnt. Das haben die Entwickler eingebaut als kleines Easter Egg und sieht ganz witzig aus, macht Spaß ein bisschen so rumzumlaufen. Am besten nehmt ihr hierfür den Pathfinder, mit dem können wir dann raufklettern. Rechts neben den Schildern oben ist so ein kleiner Spot, da müssen wir das machen. Ganz wichtig ist Munition und Waffe weg, anders funktioniert das nicht. Und dann einfach da mal schnell raufgeklettert, hier mit dem Grapple-Haken rauf. Und dann hier vorne in den Busch hineinhocken. Wichtig ist, in der Hocke bleiben und ganz nach unten schauen. Jetzt mit Escape ins Menü, Legende wechseln und voila, wir sind in der Third Person. Jetzt könnt ihr dann einfach ins Menü wieder gehen. Ihr könnt jeden Held auswählen, den ihr wollt, eben von der Third Person aus steuern. Ich nehme hier mal den Revenant. Das sieht ja auch richtig nice aus, wenn man so diesen Skin dann auch mal sieht, den was man hat. Ihr dürft jetzt auch Munition aufklauben, Waffen aufklauben, das Ganze alles auch benutzen, auch anvisieren. Ihr kommt immer wieder in die dritte Person zurück. Ihr könnt Ziplines benutzen. Also alles, was man am Schießstand für einen Blödsinn machen kann, kann man jetzt eben auch aus der Third Person machen. Ich hoffe, ich konnte euch da wieder was Lustiges zeigen, wer es noch nicht gekannt hat. Ist wie gesagt ganz einfach zum Nachmachen. Wer will, kann mir jetzt eben noch zusehen. Ich habe ein paar Skins einfach ausprobiert. Und ansonsten sage ich danke fürs Zusehen. Lasst mir ein fettes Like da oder ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Euer Star Fox.